Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich fahre auch gerade erst los, ich habe gerade alles angestellt. Ich setze mal Sonnenbrille ab, das ist vielleicht ein bisschen netter. Ich war hier ein bisschen was erledigen heute und habe ja gesagt, dass wenn ich in Nachbarstadt bin, auch noch mal, Vorsicht, ich muss erstmal auspacken, in Autofahrvlog machen. Nicht, dass ihr euch wundert, Headset ist immer noch drin wegen der besseren Mikrofonqualität. So knacker, knarrt, rauscht, keine Ahnung, überhaupt nichts. Ich habe eine gute Qualität, habe ich im letzten getestet, hat super funktioniert. Jo. Und dann würde ich sagen, dann peitschen wir jetzt erstmal nach Hause und ich kann euch so berichten, was so demnächst noch passieren wird. Jo. Erstmal, ich habe die ganze Zeit nicht gedampft, brauche erstmal Dampf. Herrlich. Ja, das wird noch ein stressiger Tag heute. Das ist viel zu erledigen. Ja, nimm doch nicht die ganze Straße, du Idiot! So ein Penner! Ey! Fährt, als wenn er einen Panzer hat. Hat einen Kleinwagen. Ja, leck mich am Arsch, ey. Ich hatte ja in meinen letzten Videos, hatte ich ja euch gesagt, was noch so kommen sollen, tun wird. Also, was noch kommen soll. Und was ich noch tun muss, bleib bloß stehen so. Ich habe es leider noch nicht geschafft, die Ligaro-Produkte zu machen. Da haben einige schon gefragt, wann die kommen. Ja, die kommen demnächst. Aber ich möchte die Ligaro-Produkte, weil, wie gesagt, Unboxing, Hardware ist kein Problem. Aber Hardware-Check, das will ich, schließe ich ja gleich an. Ich mache das in einem Abwasch, also an einem Tag, einem Produkt. Und dadurch brauche ich Licht beim Anschließen. Meine bisschen Funzel, was ich da am Schreibtisch habe, beziehungsweise am Esstisch habe, reicht so für Unboxing-Hardware, reicht das aus, aber nicht für einen Hardware-Check. Und ich möchte die Produkte, wenn ich sie anschließe, ich möchte euch das vernünftig zeigen können, das geht nur tagsüber. Und da ich momentan tagsüber keine Zeit habe, weil ich bin frühs aus Haus, um irgendeine Scheiße zu erledigen, machen, tun, irgendeinen Termin, hast du nicht gesehen, bin dann Mittag da, hole meine Tochter und dann, ja, mit Tochter mache ich keine Videos, weil da konzentriere ich mich auf meine Tochter. Das mache ich nur in meiner Freizeit und die habe ich momentan nicht wirklich. Aber wenn alles klappt, demnächst. Und dann werde ich auch diese Videos machen. Aber das müsst ihr verstehen, ich möchte das halt wirklich tagsüber machen, weil mir bringt das nichts. Ich kann jetzt ein bisschen knallen durch die Federung vom Auto, weil hier ist Strecke, also holper die Polter. Ich möchte die Videos halt vernünftig machen. Ich möchte auch, dass ihr was seht, wenn ich die Kamera dann umpositioniere und mein Fernseher und das Produkt zeige und die Kabel zeige und mich zeige und so. Dann möchte ich, dass es auch vernünftiges Lichtverhältnis ist, dass ihr was seht, weil was nützt mir eine Aufnahme, wo zu dunkel ist und ihr sagt, wo ist denn da der Kabel? Da ist ein schwarzer Strang, aber ich sehe nicht, welcher Kabel was ist. Ja? Lecker. Ich habe, wie gesagt, unterwegs habe ich jetzt meine OLED immer bei. Also da seht ihr das, die Joytech OLED. Ist kleines handliche Gerät, die passt in meine Bauchtasche locker rein, ohne Probleme. Und guckt da nicht so viel raus. Hat auch schön Power mit 1,6 Watt. Ach Quatsch, 1,6 Ohm bei 10 Watt Dampfwechsel. Ist schön gemütlich. Guckt auch nicht viel raus. Jetzt, wo ich mit Auto unterwegs bin, habe ich auch meine Dampfertasche logischerweise bei. Da habe ich auch noch ein paar andere Geräte drin. Aber auch eher eigentlich, weil ich auch noch vorhin zum Kaffee beim Freund war und der wollte mal sich ein paar Geräte angucken, weil der jetzt auch anfangen will mit Dampfen. Und da haben wir mal so getestet, welche für ihn in Frage kommen würden und wo er halt vernünftig drauf klarkommt. Und die OLED ist schon ganz okay für ihn. Mit dem Starter-Set, mit den kleinen Starter-Sets kommt er gar nicht klar, da ist er nur am Husten. Aber na gut, er war auch jahrelang Kiffer, also er hat ein ordentliches Lungenvolumen, sagen wir mal so.
Ja, aber mit den Starter-Sets, das ist ihm, da ist nicht, da ist zu viel Widerstand. Das ist jetzt nicht so sein Ding. Und er hat sich jetzt auch dafür entschieden. Ich habe auch gleich die Webseiten alle da gelassen. Alles, was ich kenne, wo man was kaufen kann, wo er sich dann mal schlau machen kann. Er wird jetzt wahrscheinlich den Eistick, den habe ich jetzt nicht greifen können, den Eistick wird er sich nehmen oder die Carbox, die wird er sich nehmen, also die Subox mit einem Kanga. Aber halt, wenn er den Eistick nimmt, nimmt er sich den Kanga Subtank. Wenn er die Subox nimmt, nimmt er halt logisch, ist da ein Tanker gleich mit bei. Achso, ist ja aus. Ja, oh, wenn ihr das seht, hier ist schön grün. Das ist Apfel, das war auch so. Das ist ein neues Liquid. Weil ich gerade am Testen bin von einer neuen Marke. Das Video habe ich gestern gemacht, das kommt auch die Tage hoch. Die Marke heißt Absolut Liquids. Die bieten Premium Liquids an zum Kaufen, logischerweise. Aber auch zu diesen Premium Liquids bieten sie an die Aromen. Man kann auch sich das dann zu Hause mischen. Die sind alle auf 50-50 Basis, man kann sie auch mit jeder anderen Basis halt, wenn man selber macht, mischen. Ich habe jetzt da mal eine Kostprobe gekriegt, 8 Aromen, 9 Liquids, Video müsst ihr euch angucken, dann seht ihr das. Da ist ein Liquid mit bei, das ist eine Flasche, da steht nur, hat noch keinen Namen. Ja, ich nenne es gerne die frechen Früchte, weil das riecht irgendwie fruchtig, aber ich kann nicht zuordnen, nach was das riecht. Ich habe es auch noch nicht gedampft, also ich habe jetzt erst 4 Probe gedampft. Gestern kam das Paket und bin da sehr begeistert von. Videos kommen dazu in den nächsten Tagen. Preise kann ich euch leider auch nicht sagen. Also die Webseite ist www.absolut-liquids.de, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist nur die Startseite momentan da. Also ihr seht jetzt, da gibt es eine Einleitung, halt, wie es funktioniert, wie sie halt ihre Liquids aufgebaut haben, mit welcher PG, VG, hast nicht gesehen. Und was Absolut Liquids ist, steht da auch. Aber ihr könnt noch nicht kaufen. Also ich kann euch auch noch keinen Preis von Basis sagen, also von den Aromen sagen. Ich kann euch keinen Preis von den Liquids sagen. Ich habe die jetzt gekriegt, weil ich versuche ja immer schnellstmöglich Sachen zu bekommen. Ja, wo man sagt, die sind in Deutschland noch nicht da oder die kommen jetzt erst. Jetzt, ja, wie die Majestic zum Beispiel, die Box, die ich jetzt gemacht hatte oder halt von Absolut Liquids. Ja, und ach, eine Box bekomme ich auch noch. Ich freue mich schon, ich als kleiner Inokin-Fan. Ich bekomme von Inokin die Cool Fire, also nicht von Inokin, also die ist von Inokin, die Cool Fire. Aber, oh Mann, bremst doch nicht, du Idiot! So was bescheuertet! Bekomme ich von E-Vape. Mit denen habe ich ja schon zusammengearbeitet. Ja, wegen der mit der iGrip OLED, die ich euch eben schon gezeigt habe, und wegen den Liquids. Zu den Liquids mache ich dann auch noch mal ein Video, die ich von E-Vape habe. Mann, jetzt fahr doch, du Idiot! Ey, so auf der Landstraße fahre ich mit 30. Mit 30! Ey, ist doch nicht die Möglichkeit. Ey, so was Bescheuertes, ey. So ein kleiner Opel da vorne. Und jetzt kraucht der weiter. Ich glaub das nicht. Auf der Landstraße mit 30. Ich krieg einen Hals. So ein Hals. Oh, Mann. Ja, bremst noch weiter runter. Fahren wir 20. Klar, ich kann auch aussteigen, Auto schieben, du Idiot. Ey, krieg doch einen Hals hier. Nee, da habe ich den mit E-Vape sehr gut zusammengearbeitet. Erstmal Grüße am Bau von hier aus. Wie gesagt, die OLED ist immer griffbereit. Die ist immer bei mir mit bei, weil sie klein und handlich ist. Und schön nicht im Sub-Ohm-Bereich. Ich finde es auch mal gut, mal wieder im Nicht-Sub-Ohm-Bereich zu dampfen. Wird warm.
Ihr glaubt es nicht. Ich fahre mit 30 über der Landstraße. Mit 30 über der Landstraße. Und ich muss noch meine Tochter holen. Das verspätet sich ja alle ganz schön. Könnte kotzen. Jetzt langsam was vor. Und von E-Welt bekomme ich netterweise, da hatte ich nämlich jetzt am Sonntagabend, Montag früh Kontakt mit Bau, habe mal nachgefragt, weil ihr mich ja angefragt habt, weil ihr habt die Videos gesehen. Und dann habe ich von euch eine Nachricht gekriegt, ihr würdet gerne die Zoobox da kaufen, da steht vorbestellen, aber der Button ist nicht da. Und der Bauer sagt, ja, ab heute ist er da. Also seit Montag ist der Button da. Seit Montag könnt ihr dort die Carbox, also die Zoobox in weiß und in schwarz vorbestellen. Jo, oh, jetzt geht langsam voran hier. Könnt ihr vorbestellen. Und wenn ihr dann natürlich Neuanmelder seid, einfach kriegt ihr 10% Rabatt. Und wenn ihr die Bestellung abschließt, da habt ihr unten rechts so ein kleines Kommentarfeld. Schreibt da einfach drin Odins Tests. Und den Kommentar vielleicht zur Seite, den ihr habt oder was weiß ich. Und wenn da Odins Test drin steht, kriegt ihr dann von eWape noch ein kleines Geschenk dazu. Ich weiß nicht, was es ist, aber ihr bekommt, was ihr schenkt. Und das ist doch schön. Also mir fällt das. Ja, da bekomme ich halt die Coolfire 4 und den Su-Tank, also den Su-Clear oder iSub. Wie heißt denn das von iSub? Ich glaube, iSub heißt das. iSub. Inokin hat es ja mit ihrem i, also iTest. Und hast du ihn gesehen? iClear. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil die Coolfire, die war ja bis jetzt immer, ja, die letzte, mit der, die aussieht wie eine Granate. Na, die sind da so ein bisschen militärisch angehaucht, irgendwie Inokin, auf eine Art. Was man jetzt bei der MPV jetzt zum Beispiel ja nicht sieht, bei der MPV Pro, die jetzt kommt, oder MPV Pro Extra kommt da hoch noch, da ist, wo da ein Unterschied ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Bäder halt auf 60 Watt gehen. Aber jetzt zum Beispiel bei der mit den Stäben an der Seite, die wurde ja auch als Raping Gun bezeichnet, weil sie so ein bisschen das Erscheinungsbild von so einem Gewehr hat. Naja, und bei der Coolfire 4 jetzt, ich habe mir ja nicht so viel gespoilert, ich habe mir ja nur so irgendwie Bilder, wo man sie von der Seite sieht. So, da bin ich auch schon wieder. Irgendwie ist es gerade ausgegangen. Mal Blinker aus. Achso, nee. So, dann können wir auch weiter quatschen. Ich weiß ja nicht, bis wohin, ich habe mir die Videoaufnahme jetzt nicht angeguckt, bis wohin ich gequatscht habe, bis wohin ihr mich erlebt habt. Also wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich heute Abend auch aufnehmen werde, weil ich muss Far Cry 4 heute Abend zocken, bis dahin, wo man online spielen kann. Weil morgen werde ich Far Cry 4 online mit dem Onkel von Gamercheck LP spielen. Das wird, denke ich mal, vom Onkel auch gestreamt bei Twitch. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon. Und da spiele ich dann halt mit und da muss ich halt vorher mal ein bisschen die Steuerung und so. Ich habe Far Cry 4 noch gar nicht gezockt. Das kommt jetzt dran. Also das werde ich heute Abend machen. Ich werde es auch aufnehmen und dann mal gucken, wie es ist. Ob ich es hochlade oder nicht. Ich bin mir echt nicht schlüssig. Ich habe auch zusätzlich aufgenommen in der Hoffnung, dass es jetzt endlich mal klappt, weil mein Hauptorgel gesponnen hat und mein Bearbeitungsprogramm hat dann von Hauptorg die MP4-Datei nicht mehr angenommen. Ich konnte nicht umkuddelmuddeln. War alles ein ihr habt es ja in den letzten Videos gesehen hier mit Schrödingers Katze und so. Die Bildqualität an manchen Stellen im Hintergrund, seht ihr, dass das Bild so ein bisschen flackert. Das liegt nicht am Spiel, das lag an meinem Ding, weil ich das, also meinem Hauptaug. Ich habe das Video nämlich in MP4 aufgenommen, musste dann mit Xillisoft in AVI umrechnen. Und um es überhaupt bearbeiten zu können, also ein bisschen was zu schneiden und also vorne, hinten und Intro rein und hast nicht gesehen und das dann ein bisschen zu komprimieren und dann wieder in MP4 umwandeln beim Rendern. Und dadurch ist Bildverlust logischerweise und das kotzt mich an.
Also ich bin da momentan echt unzufrieden. Deswegen werde ich jetzt wieder in TS aufnehmen und dann im Hauptprogramm sagen, render mal in MP4 und dann mit der MP4-Datei, ob ich die bearbeiten kann, muss ich mal gucken, ob es jetzt alles vernünftig funktioniert. Könnt ihr mich kotzen, dass es nicht funktioniert. Ja, und da habe ich, wie gesagt, halt auch zu Testzwecken Daring Light aufgenommen. Das zocken der Onkel, Crash Quiz, Blue Hunter und Ecke. Ja, Onkel ist da, nimmt da halt auf für Gamercheck EP und ich habe da dann halt auch mal ein bisschen zusätzlich aufgenommen. Oh, jetzt staut sich das hier oder was? Nein! Ich hab doch schon Zeitdruck. Leg mich doch am Arsch, ey, verfluchte Wusa. Reibt die Wut in die Wüste. Ja, und da habe ich dann halt Oma aufgenommen, da bin ich auch am überlegen, ob ich das Gameplay dann mal hochlade, dass er mal so die so eine Multiplayer-Online-Session sieht. Wir haben halt 2 Stunden oder so gezackt. Bin ich halt, wie gesagt, am überlegen, ob ich das auch hochlade. Mal gucken. Bin mir nicht schlüssig. Also könnt ihr da von Daying Light mal wenigstens online auch sehen, weil ich habe es ja nur alleine gespielt für die Gameplay Review. Das ist ein geiles Spiel, macht echt mega mäßig Fun. Wir sind auch schon ziemlich weit. Ja, da werde ich einfach mal hochladen. Ich denke schon, ich werde es hochladen. Könnt ihr runterschreiben, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Dann kann ich, das hilft mir vielleicht ein bisschen beim Entscheiden, weil das ist natürlich bei 2 Stunden auch ordentlich Material. Wenn ich da eben mal eine halbe Stunde mache, ist das halt ordentlich groß von der Gigabyte-Zahl her. Und wenn ich das dann hochlade, da geht dann schon mal ein bisschen Zeit drauf. Ja, da habe ich ja noch ein paar andere Dinger. Batman bekomme ich ja noch. Das kommt, müsste jetzt, es erscheint ja auch diesen Monat. Das kommt noch. Das werde ich auch in Videoform umsetzen, logischerweise. Assassin's Creed ist vorbestellt. In einer großen Edition für 149,95 Euro. Und da wird dann, sobald Assassin's Creed Syndicate draußen ist im November, Oktober, November? Kommt es diesmal in November oder Oktober? Ich glaube wieder Oktober? Ich weiß es jetzt nicht. Sobald es draußen ist, wird es natürlich dazu ein Unboxing geben, weil ist ja die Mega Edition mit sämtlichen Pipapo, großer Figur, alle Schnick, Schnack, Schnuck. Und natürlich werde ich dazu eine Gameplay-Review machen. Ich werde mit euch die erste Stunde, anderthalb Stunde, 2 Stunden, ich weiß es nicht, der Tutorial-Weg durchmachen mit euch, weil ist ja an jedem Assassin's Creed ist am Anfang ein Tutorial. Und danach noch so ein bisschen werde ich mit euch durchmachen, dass ihr da so mal Syndicate sehen könnt. Diesmal in London. Geplant ist auch, wenn im November jetzt, ist ja nicht mehr lange, eigentlich 50.000 bei mir verfügbar ist, ist auch geplant, den Livestream-Kanal, also mein Twitch-Kanal und mein Zocker-Kanal bei YouTube ein bisschen mehr zu fördern, dass ich da dann auch, wenn es klappt, bekomme ich auch neue Technik zum Aufnehmen. Da wird es dann natürlich Unboxing, Hardware-Check wird es geben. Ich werde ein paar Probeaufnahmen machen. Und dann werde ich euch das zur Verfügung stellen, dass ihr das euch angucken könnt. Und wenn es dann so klappt mit meiner Internetverbindung und alles, dann werde ich da auch mehr Livestreams machen oder überhaupt erstmal Livestreams richtig machen können mit einer guten Qualität. Und dann werde ich dann in Zukunft, wenn ich dann Spiele, die grundsätzlich wahrscheinlich dann streamen, es sei denn, ich habe mal keinen Bock zu streamen, wenn ich mit meiner Tochter spiele, logischerweise. Wenn wir da, was weiß ich, Raming Rabbits spielen oder Monopoly oder was weiß ich, dann werde ich das natürlich nicht streamen. Und dann könnt ihr da auch ein bisschen Streams sehen. Weil ich will mir auch noch The Witcher holen
wollte ich mir eigentlich Anfang des Monats, hat sich wieder verschoben. Also werde ich mir jetzt demnächst The Witcher holen, dann habe ich das da und ich bin am überlegen, ob ich da vielleicht warte, bis das dann, bis dahin sind so viele Let's Plays gekommen, da hat dann keiner mehr Bock, das zu gucken, denke ich mal, aber ist mir eigentlich auch relativ egal, ich spiele das Spiel, weil es mir Spaß macht. Und ich denke mal, wenn ich dann bessere Leitung habe, werde ich vielleicht auch mal zu The Witcher vielleicht ein Let's Play machen. Mal gucken. Vielleicht zocke ich es ja vorher auch schon durch. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da dann einfach mal überraschen. Bin auch gleich an der Kita, meine Tochter holen. Dann Tasche holen, alle drum und dran. Und dann die bauen sie auch noch. Und dann geht's mit meiner Tochter zum Judo. Ja, macht doch bald einen Gürtel. Kostet auch noch mal Geld. Muss ich auch noch mal ein bisschen was beiseite packen. Und dann macht meine Tochter demnächst auch einen Gürtel. Beziehungsweise vielleicht sogar zwei Gürtel. Mal gucken. So, ich bin jetzt angekommen. Ich wollte das eigentlich so komplett hochladen. Dadurch, dass ich jetzt den Unterbrecher hatte, muss ich ja, logischerweise kann ich es nicht komplett, muss ich am PC erstmal bearbeiten. Ich werde die Videos halt nur, hoppala, jetzt habe ich mir am Kabel gezogen, dann passiert das. Ich werde die Videos halt nur am PC zusammenfügen, ich werde dann es schneiden, Anfang, Ende, das bleibt alles so. Aber ich muss jetzt... Jetzt ist es soweit. Die Jets fliegen, die Russen kommen. Weltuntergang, dritter Weltkrieg. So. Das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen, mal immer wieder beim Autofahren ein bisschen zuzugucken. Wir haben ein bisschen gesabbelt. Ich müsste echt ein paar mehr, ab und zu mal ein bisschen mehr Vlog machen. Einfach so ein bisschen sabbeln, wa? Logik. Ich habe auch Bock mit euch einfach mal zu quatschen. Auch auf euer Feedback habe ich Bock. Das macht mir Spaß. Ich habe ja einige schreiben ja dann Skype, E-Mail, Facebook, Twitter. Ja, ein paar ganz enge Abonnenten habe ich logischerweise auch bei WhatsApp, wo sich so eine Freundschaft entwickelt hat. Da grüße ich erstmal den Tobi, den Underground Gamer, nee, Uncut Gamer, den Heinz Thor. Wer fällt mir noch ein? Ja, das sind die ersten, die mir so auf Anhieb einfallen. Der Blue Hunter sowieso, mit dem zocke ich zusammen und dem Crash Chris und dem Onkel zusammen. Dann der Agro, ja, der Agro-Kolb zum Beispiel, ja, mit dem zocke ich zwar jetzt gerade nicht, aber geht ja bald auch, denke ich mal, The Crew bei Gamercheck LP weiter. Ja, die grüße ich jetzt erstmal ganz nett. Das war's jetzt aber auch. Ich hoffe, hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ahoi, sagt euer Odin.